Hallo, in diesem Video siehst du das Kopfholz hier. Wir werden dieses Kopfholz jetzt noch ein bisschen bearbeiten müssen, weil es fehlt hier genau noch diese Überblattung. Und dazu stelle ich mich mal hier nach unten und ich zeichne mir eigentlich, da sehe ich das noch angezeichnet, jedenfalls 2 cm von der Kante mal eine Hilfslinie auf. Also ich stelle mich hierher, stelle mir da eine Hilfslinie her. Das mache ich hier auch. So, und jetzt brauche ich nichts weiter machen als einzuschneiden. Ich werde jetzt einfach mal hier dieses Stück ausblenden, klicke das an, sage ausblenden. Jetzt habe ich diese 2 Hilfslinien hier und jetzt zeichne ich da drauf. Mit dem Bleistift. Zack, einmal hier und einmal hier. So, jetzt kann ich, da das Stück ja noch nicht gruppiert ist, einfach diese Fläche anklicken und nach oben schieben. Das mache ich jetzt. Gehe auf das Drücken und Ziehen Werkzeug und schiebe das einfach nach oben. Wie weit muss ich es nach oben schieben? Genau 15 mm eingeben und dann ist es genau bis zur Mitte hochgeschoben. Dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite. Also ich werde jetzt wieder das Stück einblenden, bearbeiten, einblenden. Letztes. Jetzt sieht das schon ganz vernünftig aus. Also hier genau. Diese 2 Linien nachzeichnen, weil wir nehmen uns zur Sicherheit eine Hilfslinie, stellen uns hier an die Kante, zack, dahin, genau da eine Hilfslinie. Hier auch. Jetzt dieses Stück ausblenden, einfach anklicken, ausblenden. Jetzt hier 2 Linien ziehen. Damit ist das Stück an der Stelle eingeschnitten. Dann das Drücken-Ziehen-Werkzeug nehmen. Du siehst, es ist eingeschnitten und schiebst es nach oben, 15 mm. Und das war's mit der Überblattung. So, jetzt sind die Stücke wirklich so, wie sie sein sollten. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist dieses Stück gruppieren. Also wir klicken das mal an, bis es blau leuchtet. Weil dieses Stück ist ja gruppiert. Das wird nicht mit ausgewählt. Jetzt ist dieses Stück gruppiert. Gruppier, rechte Maustaste, gruppieren. Und jetzt kannst du dir das nochmal anschauen. Ich bewege es mal. Da sieht man, dass wir alles richtig gemacht haben. Im nächsten Video geht es weiter. Vergiss es nicht, wieder zurückzustellen. Mache es jetzt einfach so und vielleicht den anderen Schenkel doch noch einblenden lassen. So sollte es wieder aussehen. 1, 2, 3 und bis zum nächsten Video.